Willkommen zurück zu The Witcher und heute werden wir uns um die Ganoven kümmern, die die Kellnerin des Gasthauses Vesna Hood hier bedrängen. Das haben wir ja beim letzten Mal schon leicht am Rande mitbekommen. Ich bin hier zurückgelaufen, einmal wieder quer durchs Umland und da werden wir uns jetzt mal drum kümmern. Warum so zaghaft? Fräulein Vesna hat wohl ungebetene Gäste. Seid ruhig grob, traut euch. Vier Mannskerle gegen eine junge Frau, na, da Lächeln. kann doch Geralt nicht zusehen. Seid ihr's? Hexer, Hilfe! Schwund ab, Mehlhaut, hier sind keine Ungeheuer. Schrumpfen euch die Eier, Butch? Schnauzeweib, ich zeig euch ein paar Eier. Tja, das sagen wir hier jetzt. Die werdet ihr in Bälde verlieren. Kannst nicht. Tja, die gute Vesna hat auch zwei überzeugende Argumente, ihr zu helfen. Was ein Gewusel hier. Na, kommt schon. So, jetzt geht's los. Und die ersten beiden liegen schon. Und hier haben wir noch den Fettsack und noch einen so einen anderen. Ja, der Fettsack hält am längsten durch. Aber da liegt er auch. Und da haben wir die gute erstmal gerettet. Hilft ihr mir? Ich fürchte mich vor Hunden und Strolchen. Doch ich muss nach Hause. Tja, die Strolche haben wir erledigt. Müssen wir sie also noch vor den Hunden beschützen? Diese hellen Höllenhunde. Tja, Nachtigall verspätet sich, heißt hier die Quest, bevor wir losziehen. Schnell mal geplündert hier die Schurken, die Ganoven. Oh, ein bisschen Alkohol haben sie dabei, das ist doch gut. Können wir wieder ein paar neue Tränke herstellen? Einer fehlt noch, da hinten liegt er. So. Okay, und jetzt müssen wir die holde Jungfrau einmal quer durchs Umland zum Haus ihrer Großmutter geleiten. Tja, das ist ganz in der Nähe der Kirche, also wirklich wieder viel Gerenne. Gefährlich wird es eigentlich bloß an diesen Kapellen, denn da spawnen ja für gewöhnlich diese Höllenhunde. Aber dadurch, dass wir hier jetzt schon einmal quer durch sind und schon ganz Teil von denen eliminiert haben, kommen hier nicht mehr so viele. Also ist ganz, ganz praktisch, weil man vorher schon mal ein paar von denen ausgeschaltet hat. So, man sollte auch immer gucken, wo die Gute bleibt. Die hängt öfter mal hinterher und da kommen die Ersten. Zwei Stück haben wir hier. Schnell mal betäubt. Ich hoffe, das haut hin. Ja. Beide erledigt. Es sind diese Hunde. Diese Höllenhunde. Ihr seid gerettet. Sie sind fort. Zumindest fürs Erste gerettet. Noch sind wir nicht bei ihr zu Hause. Bisschen laufen müssen wir noch. Und da kann ja noch so einiges passieren. Na, wo ist er? Komm, komm, nicht hinterherhinken. Ja, ein bisschen Life hat sie schon verloren. Wenn sie komplett tot ist, ist die Quest gescheitert. Also da muss man echt schon aufpassen. Immer schön, Stück für Stück. So, dass er nicht den Anschluss verliert. Da hinten haben wir die nächste Kapelle. Es scheinen keine Hunde zu spawnen. Sehr schön. Oh doch. Hätte ich es mal nicht gesagt. Gleich drei Stück. Eieiei. So. Er ist da betäubt. Gut. Sie hat den ersten umgenietet. Zwei haben wir noch. Ah, der eine wird durch diesen Reisenden abgelenkt. Auch gut. Das passt natürlich. Können wir uns erstmal um den hier kümmern. Ah, die holde Jungfrau ist aber auch todesmutig. Stürzt sich hier auf den. Das sollte sie mal lieber dem Hexer überlassen. Zack, Nummer 2. Ah. Stirb, du blöde Töle. Sie waren hinter uns her. Als würde irgendetwas sie kontrollieren. Los jetzt. Wir sind fast da. So, Quest wieder aktualisiert, aber im Grunde genommen immer noch das gleiche Ziel. Das Haus der Großmutter. Da hinten sieht man schon
die Ortschaft, wo auch die Kirche ist. Und das erste Haus, glaube ich, ist es gleich, wo wir sie abliefern müssen. So, nur nicht übermütig werden. Komm schon, Püppchen. Gleich sind wir da. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja. Sieht gut aus. Wir sind da. Hab Dank. Wie kann ich euch das vergelten? Oh, da wüsste Geralt bestimmt schon was. Werden wir uns wiedersehen? Ich weiß nicht. Ich wohne bei meiner Großmutter und möchte sie lieber nicht schockieren. Was würde sie denn schockieren? Alles. Es sei denn, wir würden zusammen beten. Aber ich kenne da eine alte Mühle. Abgeschieden und ruhig? Genau. Aber die Leute sagen, es spukt dort. Nicht, dass der Geist des Müllers uns stört. Gespenster würden es nicht wagen, einen Hexer zu stören. Andere bleiben diesem Ort aus Angst fern. Gut. Wir sehen uns morgen nach Sonnenuntergang. Bringt ihr den Wein, ich sorge für das Essen. Fein, fein, hat Geralt sich also ein Date erschlichen. So, die Quest ist abgeschlossen, Nachtigall verspätet sich. Die gute Vesna-Hut haben wir zu Hause abgeliefert. Da kommt noch so ein Höllenhund. Nachzügler. Zack. Und noch einer. Tja, und am nächsten Tag, beziehungsweise am nächsten Tag nach Sonnenuntergang, darf sich Geralt also mit der Guten treffen? An der alten Mühle. Das sollten wir nicht verpassen. Wären wir natürlich auch nicht. Ah, hier hinten haben wir noch so ein blödes Köterchen. Ah komm, da müssen wir eh hin. Dann erledigen wir den auch noch. So, war ja jetzt kein Problem. Denn ich wollte hier jetzt auch mal gleich in die Kirche rein. Wir haben ja die Kapellen für den Geistlichen erhellt. Und eigentlich dürften wir doch jetzt den Leichnam von diesem Bekannten von Leuwarden hier begraben. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber irgendwie habe ich das letztes Mal vergessen, den guten Herrn Geistlichen zu fragen oder wie. Die Quest hat sich jedenfalls in der Hinsicht noch nicht aktualisiert, weiß ich jetzt gar nicht. Müssen wir gleich nochmal zum Geistlichen, denke ich mal. Oder können wir hier schon rein? Kapellentür? Nee, abgeschlossen, scheiße. Ja, dann habe ich wohl vergessen, mit ihm darüber zu reden. Zum Glück sein Haus hier direkt nebenan. Müssen wir ihn mal wieder wecken. So, Meister, aufgestanden. Sprecht, schnell. Ah, hier, die Oberste. Ich möchte gern einen Mann in der Gruft unter der Kirche begraben. Ihr habt das ewige Feuer entfacht. Ich bin euch so dankbar. Dann ist es abgemacht. In der Gruft steht ein verfallender Sarkophag. Verfallend? Wollt ihr lieber ein Loch ausheben? Ich nehme den Sarkophag. Tja, Totengräber ist Geralt nicht. Deswegen nimmt er den Sarkophag. Okay, wir können diesen Typ jetzt da begraben. Recht schnell. Oder zur Ruhe betten. Vorher will ich mal fix noch meditieren. Unser Life wieder ein bisschen auffüllen. Ich denke mal 2 Stunden reichen. Und dann rennen wir doch gleich mal da rein. Die Tür müsste jetzt normalerweise auf sein. Also da kommt man nur rein, wenn man die Quest hier mit diesen Lichtern in die Kapellen erledigt hat. So, ja, es funktioniert. So, haben wir denn hier noch was anderes? Ah, auf dem Altar können wir gucken. Eine Flasche Wein. Ach komm, nehmen wir mit. Sind wir mal nicht so. Macht man zwar nicht, aber mein Gott. Und was haben wir hier?
Da ist der Sarkophag, okay. Da können wir jetzt die Leiche reinlegen. Die menschlichen Überreste. Ups, ey, wen haben wir denn da? Kennt ihr mich noch? Ich erinnere mich. Ihr habt mich gejagt. Ihr und eure abscheuliche Jagdgesellschaft. Das tue ich immer noch. Nur das Wort jagen trifft es nicht ganz. Wieso nicht? Meine Aufgabe ist es, ein Schicksal zu erfüllen. Angenommen, ich glaube euch. Verratet ihr mir mein Schicksal? Schicksal ist ein zweischneidiges Schwert. Ihr seid die eine Schneide. Die andere ist... Ja, keine Ahnung. Vielleicht der Tod? Tod. Ich folge euch und warte darauf, dass ihr einen Fehler macht. Das ist nicht alles. Es gibt den Tod, aber auch den freien Willen. Ich werde die Salamandra finden und mein eigenes Schicksal erfüllen. Ich werde warten, Wolf. Aendrion! Wasser auf Leo! Tuffle! Das war also der König der wilden Jagd. Ihr verspottet das Schicksal. Ihr verspottet es und spielt mit ihm. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Ihr seid die eine Schneide und die andere ist... Der Tod? Nein, wir sind es, die gestorben sind. Euretwegen. Da er euch nicht zu fassen kriegt, begnügt er sich mit uns. Der Tod folgt euch auf Schritt und Tritt, weißer Wolf. Aber andere sterben. Euretwegen. Und das hier ist der Geist vom armen Leo. Den hat der König der wilden Jagd beschworen. Warum? Weiß ich nicht. Er schließt sich mich hier nicht so ganz. Aber nun gut, wir müssen mit ihm kämpfen. Da es nicht der echte Leo ist, sondern nur der Geist. Machen wir das doch einfach mal. Tja, der König der wilden Jagd, was es damit auf sich hat, das wird man mit Sicherheit im dritten Witcher-Teil, der ja The Wild Hunt, also die wilde Jagd heißt, erfahren. Bis dahin kann man nur spekulieren und sage ich erstmal nichts weiter zu. Wir kümmern uns erstmal hier um den Geist von Leo. So, da haben wir ihn. War jetzt auch nicht so das Problem. Was hat er denn dabei? Ein Meteorit in Rot. Sehr schön. Wenn wir davon zwei oder drei haben, können wir uns bei einem Schmied ein neues Hexerschwert herstellen lassen. Okay, ist jetzt unser erstes. Also dauert es noch ein bisschen. So, dann gucke ich doch mal unsere Quests. Last der Vergangenheit ist abgeschlossen. Kann also zu Leuwarden ins Gasthaus gehen und dort meinen Lohn abholen. Ja, in die Richtung müssen wir eh, weil wir ja zur guten Abigail wollen. Von Monstern und Menschen. Die ist ja laut dem Geistlichen die Hauptverdächtige in der Sache mit diesen Bargist-Wölfen, also diese Geisterwölfe oder Höllenhunde. Da sollen wir mal nachhaken. Liegt beides dicht beieinander und ja, schnell raus aus der Kirche. Und dann denke ich mal, werden wir hier auch an dieser Stelle beenden. Dann werde ich außerhalb der Aufnahme wieder einmal quer durchs Umland laufen. Ist jetzt echt viel Gerenne. Ja, Abigail ist da hinten, das Gasthaus auch gleich um die Ecke. Also wieder einmal zurückrennen. Das machen wir dann beim nächsten Mal, für heute dann. An dieser Stelle Schluss und vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst dann. Bye, bye.